Hallo, wir sind Biggie und Flo von phototravelers.de und nehmen euch heute mit zu einem traumhaft schönen Klettersteig, der sogar an einem Wasserfall entlang führt und sogar dahinter wahrscheinlich. Wir nehmen euch mit, es ist alles im Naturpark Farnes, wunderschön gelegen. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, wir freuen uns. In der Nähe von Cortina befindet sich der Naturpark Farnes Senes Prax. Hier startet unsere Wanderung. Der Farnes Naturpark ist für uns immer so ein Märchenpark, weil es dort so schön märchenhaft ist. Man hat das Gefühl, da springt jetzt gleich die Fee um die Ecke. Wir haben dazu auch auf unserem Kanal ein schönes Video, da sind wir zu den Farnesseen gewandert. Und dort gibt es auch so schöne Wasserläufe, also es sieht richtig verwunschen aus. Und dieser Wald, der gehört auch zum Farnes Naturpark. Man hört auch schon das Wasser rauschen und es ist auch schon wieder so ein schöner Märchenwald hier. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in diese Gegend zu kommen, dann hoffen wir, dass es euch auch so gut gefällt wie uns hier. Wir blicken auf den Rio di Farnes, der uns auf der Tour begleiten wird. Zum Plätschern des Wassers laufen wir parallel auf einem breit angelegten Schotterweg weiter in den Naturpark hinein. Überall findet ihr Picknickplätze und Rastplätze zum Anhalten. Hier gibt es auch überall Erklärungstafeln und hier sieht man ganz gut, dass hier der Specht gearbeitet hat. Uiuiui. Ein paar Meter weiter hören wir den Specht schon gegen die Baumrinde klopfen. Wir queren erneut den Rio di Farnes und laufen an dem herrlich türkisen Wildbach vorbei. Es geht weiter bergauf auf einem breiten Spazierweg, bis wir an eine riesige Schlucht gelangen. Dort hinunter wird uns gleich der Klettersteig führen. Wir laufen weiter und bald schon erhaschen wir einen Blick in die riesige Schlucht hinunter, in der wir den Wildbach tosen hören. Hier seht ihr die genaue Route des ersten Klettersteigs auf der Karte. Wir sind jetzt hier im Einstieg bzw. Ausstieg, es ist eine Runde. Vom Klettersteig ist übrigens überhaupt nicht ausgeschildert, also man muss ein bisschen gucken und auf der Karte schauen, wo ist denn der Einstieg. Ich bin schon gespannt. Helm ist angelegt. Klettersteig seid ihr auch dabei, weil wir wissen absolut nicht, was uns erwartet. Wir haben gelesen, es ist relativ einfach, aber man weiß nie. Deswegen Sicherheit geht vor und dann geht's jetzt los. Der Versicherte Steig via Ferrata di Laeti führt in der Felswand entlang. Auf einem schmalen Pfad laufen wir nun in die Schlucht hinunter. Das Rauschen des Wassers begleitet uns. Langsam und gemächlich steigen wir in die Schlucht. Der Weg flacht ab, es ist nicht steil, ein gemütlicher Steig, der uns tolle Ausblicke garantiert. Die Schwierigkeit ist mit AB angegeben. Der Blick in die Schlucht aufs Wasser ist atemberaubend. Die Via Ferrata zum Farnes Wasserfall ist ein beliebter Klettersteig, der auch für geübte Kinder super machbar ist. Wir fanden den Wasserfallklettersteig etwas ganz Besonderes, weil man nicht hinaufsteigt, sondern es hinunter in eine Schlucht geht. Bald kommen wir am Fuße des Farnes-Wasserfalls an. Mit seinen 90 Metern ist er einer der höchsten Wasserfälle in den Dolomiten. Gerade für Fotografen tun sich hier einige schöne Motive auf.
Nun müssen wir nur noch ein kurzes Stück hinunterkraxeln. In der Schlucht angekommen, queren wir diese kleine Metallbrücke direkt am Wasserfall. So sieht die Perspektive von der anderen Seite aus. Wir folgen nun den Markierungen nach oben in die Schlucht, direkt am Wasserfall. Überall kommt uns Wasser entgegen. Es plätschert und prasselt an uns vorbei. Wir steigen in der Schlucht weiter auf, kommen erneut an einem kleinen Wasserfall vorbei. Und dann befinden wir uns am Einstieg der Via Ferrata Barbara, dem zweiten Teil des Klettersteigs. Über Eisentritte geht es eine Felswand einige Meter nach oben. Wir klettern also wieder aus der Schlucht heraus. Auch hier sind die Tritte recht einfach. Der Steig macht sehr viel Spaß, man muss kaum Kraft aufwenden. Jetzt folgen wir der Wegführung über Stufen weiter nach oben. Es geht an riesigen Felstürmen vorbei, bis wir zum nächsten Highlight gelangen. Wir sind am oberen Teil des Wasserfalls. Und den kann man wirklich hinten durchlaufen. Welch ein tolles Spektakel! Ein wenig fühlen wir uns wie in Island. Dort kann man auch hinter Wasserfälle laufen. Wenn das Wasser von oben herunterdonnert, hört sich das nicht nur toll an, es ist auch ein Schauspiel für die Sinne. Gischt spritzt ins Gesicht und man hat eine ganz neue Perspektive auf den Wasserfall. Nach dem Farnes-Wasserfall führt die Via Ferrata Barbara ohne Schwierigkeiten, aber etwas luftig oberhalb zurück. Wir gelangen wieder auf den breiten Wanderweg. Dort machen wir uns auf zum oberen Farnes-Wasserfall, der Cascate Sparco de Farnes. Wir folgen den Markierungen und laufen wieder oberhalb des Rio de Farnes weiter. Die Markierungen führen uns auf einem recht breiten Pfad durch den wunderschönen Wald. Wir kommen an eine Brücke, überqueren den Rio de Farnes. Hier ist der Bach noch ganz schmal und plätschert über Felsen herunter. Wir haben das Klettersteigset ausgezogen, das brauchen wir jetzt länger nicht mehr. Erneut sehen wir erste kleinere Wasserfälle. Ist das schön. Neben uns blicken wir in eine Schlucht hinunter mit rötlichem Gestein. Das erinnert uns total an die Schluchten in den USA. Wir wandern indes direkt am Bach entlang und steigen weiter aufwärts. Auch hier ist der Anstieg moderat. Die Wasserfälle werden immer schöner. Die Natur hier im Farnes Naturpark ist traumhaft. Auf meinem Fuß landet ein Schmetterling. Überall brummt und summt es. Auf der einen Seite des Wegs ist ein Wasserfall. An der Felswand neben uns rinnt das Wasser herunter. Malerisch. Der Naturpark ist wirklich besonders schön. Wir steigen weiter auf. Bald queren wir erneut den Gebirgsbach über eine Brücke. Bei diesen riesigen Wasserläufen schlägt das Fotografenherz höher. Aber keine Sorge, die richtigen Wasserfälle kommen erst noch. Wir wandern nun weiter ein Stück durch den Wald bergauf. Auch dieser Abschnitt ist total schön. Jetzt kommen wir an den ersten größeren Wasserfall. Das türkise Wasser in diesem Bassin wirkt nicht von dieser Welt. Natürlich machen wir auch hier Fotos. Schließlich wandern wir wieder durch den Wald hinauf. Erneut begleitet uns der Wildbach. Die Strecke geht immer am Wasser entlang. An dieser Stelle wird der Rio de Farnes breiter. Unser Weg führt uns moderat nach oben durch den Wald. Bald können wir den oberen Wasserfall schon sehen. Der Cascate Sparco de Farnes sieht aus wie ein riesiger Vorhang, der vor der Felswand hängt. Auch bei diesem Wasserfall kann man hinter dem oberen Teil durchlaufen. Dafür müssen wir noch ein wenig durch den Wald aufsteigen, bis wir endlich direkt zum oberen Teil des Wasserfalls gelangen. Hinter dem Wasserfall verläuft erneut ein versichertes Stück Weg. Dieser Abschnitt heißt Cengia di Matias.
Hier sieht man, wie dicht die Wassermassen herunterprasseln, denn Flo verschwindet fast komplett hinter dem Wasservorhang. Wir sind absolut begeistert von diesen kurzen Klettersteigen. Zweimal konnten wir hinter einem Wasserfall hindurchlaufen. Welch ein Erlebnis! Jetzt folgt noch einmal eine kurze Kraxelei. Der Fels kann hier nass sein, also aufpassen. Ansonsten steigen wir gemütlich die Felswand empor. Das war jetzt nur noch ein Mini-Klettersteig und wir machen jetzt hier am schönen Wasser Pause. Dieser Ort hinter dem Wasserfall ist auch noch einmal sehr idyllisch. Wir gehen erneut über eine Brücke und queren den Rio de Fanes. Ja, wir haben jetzt die Runde hier beendet. Wirklich traumhaft schön. Lohnt sich sehr. Klettersteig seit ja, nein. Anfängern würde ich es definitiv empfehlen. Wer sicher unterwegs ist, kann es vielleicht auch da lassen. Aber es gibt so ein paar Stellen, da fühlt man sich, denke ich, oder die meisten definitiv besser mit. Und ja, jetzt laufen wir zurück. Jetzt kann man entweder den gleichen Weg zurücklaufen oder einfach hier den breiten Fahrweg. Und das machen wir jetzt. Hier am Fahrweg sind heute Holzarbeiten, deswegen gehen wir jetzt einfach doch wieder durch den wunderschönen Wald. Ist auch ehrlich gesagt viel, viel angenehmer und man ist in der wunderschönen Natur. Man hört den Bach rauschen, also warum auch nicht. Jetzt sind wir gleich wieder auf dem normalen Weg. Man kann auch immer wieder absteigen vom Fahrweg, kein Problem. Auf dem Rückweg begegnet uns noch eine Schlange, die aber schnell wieder in den Wald verschwindet. Auf dem breiten Weg fahren auch Fahrradfahrer wieder nach unten. Erneut sehen wir den Specht am Baum seiner Arbeit nachgehen. Welch eine Idylle im Fanes Naturpark. In Cortina gönnen wir uns noch eine Pause. Übernachtet haben wir auf dem Campingplatz Camping Dolomiti. Die Tour dauert etwa 3 Stunden, ihr macht 10,2 Kilometer und 460 Höhenmeter.